Hallo zusammen. Schauen wir uns das nächste Beispiel zum Thema Kreis und Kreisteile an. In diesem Fall den Ausschnitt aus einem Kreisring. Das heißt, wir haben einen gesamten Kreisring gegeben, wollen aber nicht den gesamten Kreisring berechnen, sondern nur einen Ausschnitt aus dem Kreisring. Das heißt, diesen Teil hier, den ich hier schraffiert habe. Wir wollen den Flächeninhalt berechnen und wir wollen dann später auch noch den Umfang berechnen. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Flächeninhalt zu berechnen, wenn ich einen Kreisausschnitt habe. Entweder mit der Formel des Kreissektors oder mit der Formel des Kreisrings. Ich zeige euch beide Versionen, welche euch besser gefällt. Die könnt ihr nehmen. Die Angabe habe ich aufgeschrieben. Wir haben gegeben den Ausschnitt eines Kreisrings, den äußeren Durchmesser mit 4,6 Dezimeter, den inneren Durchmesser mit 3,4 Dezimeter und ganz wichtig, der zentrale Winkel Alpha. Das ist dieser Winkel hier in der Mitte. Er ist gegeben mit 136 Grad. Wir wollen als erstes die Radien ausrechnen, Radius 1 und Radius 2. Mit denen können wir dann rechnen. Wir haben gegeben die Durchmesser, den Durchmesser, den großen 4,6. Der geht von einem Ende bis zum anderen Ende. Und der Radius ist natürlich die Hälfte des Durchmessers. 4,6 geteilt durch 2. 2,3 Dezimeter ist der Radius des äußeren Kreises, des großen Kreises. Vom kleinen Kreis in der Mitte kennen wir den Durchmesser mit 3,4 Dezimeter. Er geht von hier bis hierher. Wir brauchen für die Berechnung wieder den Radius, das heißt, wir brauchen von 3,4 Dezimeter die Hälfte, 1,7 Dezimeter, 1,7 Dezimeter und ich schreibe hier auch noch den Winkel auf mit 136 Grad, dann haben wir alles, was wir für die Berechnung benötigen, zusammengeschrieben. Wir rechnen zuerst mit Hilfe der Kreissektoren mit dem Torteneck, mit dem Pizzastück. Das heißt, wir nehmen uns das ganze Stück her, auch den inneren Teil, diesen hier, den rechnen wir jetzt einmal mit dem Kreissektor mit. Kreissektor, wir brauchen grundsätzlich die Formel des Kreissektors. A ist gleich R² mal Pi mal Alpha dividiert durch 360 Grad. Das ist die Grundformel für den Kreissektor. Wir berechnen den großen Kreissektor. Also A ist gleich R², also 2,3 zum Quadrat mal Pi mal dem Zentrewinkel 136 Grad, 136 Grad dividiert durch 360 Grad. Das ist das große Tortenstück hier, auch mit dem inneren Teil. Vergleichen wir das Ergebnis. Nennen wir diese Fläche A1 und rechnen wir bitte aus mit dem Taschenrechner 2,3 zum Quadrat mal Pi mal 136 dividiert durch 360. Ich erhalte 6,28 Quadratdezimeter. Bitte überprüf dein Ergebnis, ob du das auch so hast. Okay, das ist der eine Flächeninhalt vom ganzen Torteneck. Und jetzt rechnen wir uns den kleinen Kreissektor in der Mitte aus. Ich schraffiere ihn hier rot.
Diesen Teil wollen wir jetzt berechnen. Okay? A2. A2 ist gleich wieder R Quadrat Radius zum Quadrat 1,7. 1,7 zum Quadrat mal Pi mal 136 Grad Zentrumwinkel dividiert durch 360 Grad. Tipp es bitte ein, vergleichen wir die Ergebnisse. Ich erhalte 3,43 Quadratdezimeter. Okay? Und nun wollen wir nur diesen schwarzen Teil, den Ausschnitt aus dem Kreissektor. Das ist natürlich der eine Flächeninhalt minus der andere gerechnet. Wir rechnen uns von dem gesamten Torteneck, von dem gesamten Pizzastück, innen diesen roten Teil weg. Der rote Teil sind die 3,43, die wir als zweites ausgerechnet haben. Also 6,28 minus 3,43. A ist gleich A1 minus A2. A ist gleich, rechnen wir es gemeinsam aus. Ich erhalte 2,85 Quadratdezimeter. Okay, das wäre die Berechnung mit Hilfe des Kreissektors. Flächeninhalt, Kreissektor. Die nächste Möglichkeit wäre, und du kannst sie selber wählen, ob du diese hier willst oder die andere Möglichkeit, mit Hilfe des gesamten Kreisrings. Wir rechnen uns den kompletten Kreisring aus, den kompletten Donut oder Schwimmreifen oder wie man auch sagen möchte. Zeige ich euch einmal. Das heißt, wir sagen, die Gesamtfläche von dem Kreisring wäre R1 zum Quadrat mal Pi, der gesamte Kreis, minus der Kreis in der Mitte. R2 zum Quadrat mal Pi. Dann rechne ich jetzt einmal den kompletten Kreisring aus. A ist gleich 2,3 zum Quadrat mal Pi minus 1,7 zum Quadrat mal Pi. Und wenn du das ausrechnest, erhältst du für den gesamten Kreisring 7,54 Quadratdezimeter. Okay, das wäre der Flächeninhalt vom kompletten Kreisring. Du brauchst aber nicht den ganzen Kreisring, sondern du brauchst von dem Kreisring nur 136 Grad. Insgesamt weißt du, der ganze Kreis hat 360 Grad. Das heißt, wenn du den Flächeninhalt durch 360 dividierst, erhältst du 1 Grad und du brauchst aber dann 136 Grad. Das heißt, du dividierst zuerst durch 360. Dann erhältst du 1 Grad und multiplizierst dann mit dem Zentriwinkel 136 Grad. Und wenn du das ausrechnest, 7,54 durch 360 mal 136, dann erhältst du auch wieder, so wie vorher, die 2,85 Quadratdezimeter. Vorher Kreissektor minus Kreissektor und jetzt den gesamten Kreisring aufgeteilt auf 360 Grad und dann 136 Grad davon genommen, bekommst du auch den gleichen Flächeninhalt herausgerechnet.
wie vorher. Alles klar?